Landwirtinnen und liebe Landwirte, herzlich willkommen zur Online-Feldbegehung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich Bodenwasserschutzberatung. Mein Name ist Elisabeth Hartinger und heute ist der 24. Juni. Wir befinden uns auf einem Biofeld vom Gut Tambach. Hier wurde am 6. Mai Soja angebaut, der Sorte Obelix. 10 Tage später wurde der Damm abgeschleppt und heute erfolgt der erste Schädeldurchgang. Ja, hallo, ich bin der Manuel Böhm. Ich organisiere da am Betrieb von Schloss Tambach in Gutta die Landwirtschaft. Wir haben heuer 5 Hektar Soja angebaut. Die Zwischenfrucht davor war Roggen bzw. Grünschnittroggen. Den haben wir am Tag vor der Aussaat wegsiliert und dann die Flächen gefräst. Etwas tiefer als normal, dass alles ganz flächig durchgeschnitten worden ist. Und am nächsten Tag haben wir im Zuge des Anbauens dann sozusagen Dämme gebildet mit dem Dammkulturgerät. Und in weiterer Folge ist nach 10 Tagen sind die Dämme abgeschleppt worden. Das ist seither passiert. Dazwischen hat es natürlich einige Male geregnet. Wir haben sie jetzt für den APV-Striegel entschieden, weil wir trotzdem nur einen unebenen Boden haben, die Dämme nur sichtbar sind, obwohl wir es niedergeschleppt haben und sehr viel Mulchmaterial vorhanden ist von den Grünschnittroggenstoppeln. Und soweit wir das jetzt schon beurteilen können, ist das das passende Gerät, die Kombination dann zum Dammkulturgerät dazu, dieser Striegel. Das Bild schaut sehr gut aus, man kann sich sehr gut an die Bodenverhältnisse anpassen. Wir haben weiter oben Soja, der noch nicht so weit ist in der Entwicklung, kann man langsamer fahren, kann man die Intensität klasse einstellen. Also schaut aus, dass das eine gute Kombination ist. Das Zinkenfedernsystem ermöglicht einen gleichmäßigen Zinkendruck auch auf unebenem Boden. Dadurch wird die Kulturpflanze geschützt und flächendeckend Beikraut reguliert. Wir haben heute gesehen, dass es mit der Zinkeneinstellung vom Vario-Striegel auch leicht möglich ist, einen Striegeldurchgang auf Dämmen durchzuführen. Liebe Landwirtinnen und liebe Landwirte, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer mechanischen Beikrautregulierung.